Herzlich willkommen zurück bei Nether und jetzt seht ihr schon, was wir vorhaben, denn wir sehen den Nethercrawler als Charakter, den wir uns aussuchen können und genau das ist unser Ziel, denn der Sarazar und ich werden jetzt mal als Monster durch diese Welt stiefeln, denn dies ist die letzte Folge von Nether, wie ihr vielleicht wisst. Ich habe jetzt gerade, als ich mich oft umbringen lassen habe, das muss man mal kurz erzählen, habe ich gerade so viel geilen Scheiß gefunden, das ist der Hammer. Ich hatte da eine Schrotflinte, ich habe eine Pistole und all sowas. Aber damit ich an Kohle kam für diesen schönen Saft, ja, mit dem ich dann zum Nether werde, wunderbares Zeug, ich hatte keine Bauchkrämpfe danach, muss ich sagen. Aber, ja, damit ich die kriegen, muss ich mich umbringen lassen am besten. Da kriegst du ganz schnell flott Kohle zusammen. Ich bin ewig oft gestorben. Jetzt aber hier Nether und jetzt wollen wir umbringen. Ja, witziger war ja eher, dass du... Ich habe mich eingeloggt. Dass du total häufig versucht hast, dich umzubringen und das wesentlich schlechter geschafft hast als vorher. Genau das ist es. Ich habe dann die ganze Zeit überlebt. Ich habe die ganze Zeit probiert umzubringen, habe die ganze Zeit überlebt und lauter Zeugs gefunden. Ich habe länger überlebt als in so mancher Folge. Boah, ist ziemlich nice, das Nether-Gameplay, oder? Ja, ich finde, also kann ich mich denn so spawnen, wie die das machen? Schnell. Das weiß ich nicht, ob das geht. Aber ich gucke jetzt mal gerade, ich sehe dich nicht mehr auf dem Server. Drück mal Leertaste. Sprung, ne? Alter Schwede. Alter, super nice. Das ist echt nice. Wozu Mensch, Alter? Ich spiele die ganze Zeit ein Nether. Ja, aber wie gesagt, der Trank, den wir da gekauft haben, den kann man in jedem Outpost kaufen. Kostet 300 Ocken. Hier glitsche ich hier so ein bisschen rum. Dieser Trank, der lässt sich, glaube ich, dreimal mit dem Nether, als Nether spawnen. Danach ist vorbei. Ich finde es auch geil, dass man in Third Person spielt. Finde ich auch super. Jetzt sag doch mal, wo du bist, damit wir uns mal treffen können. Weil wir sehen uns jetzt nicht mehr auf der Karte. Ich bin beim Randolph Market, mein Lieber. Randolph Market? Okay, pass auf. Dann treffen wir uns bei der Brücke bei Franklin. Genau. Okay. Finde ich einen guten Plan. Den gehe ich ein. Alter, wir sind am 0, nix mit den Teilen. Ja. So macht das Spaß. Ja, so ist das viel geiler, wenn man hier rumläuft, ne? Ja, Monster-Gameplay. Alter, da dreht richtig rock die Steppe. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob wir jemals einen Spieler gesehen haben, der Monster gewesen ist hier. Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Vielleicht bist du auch schon mal vom Spielermonster getötet worden. Man kann es ja tatsächlich angehen. Das ist fast ein geiles Gameplay. Aber beim sieht cool. Total schlecht. Die bräuchten alle eine Brille hier, diese Nether, ja, ne? Ja, ich frage mich, wie die mich so weit entfernt immer sehen konnten, ehrlich gesagt. Warum haben die so schlechte Augen, wenn die so springen? Nee, aber das ist genau das Ding. Ich glaube, das ist genau das Ding. Weil normalerweise bin ich schon zu weit? Oh, ich bin die ganze Zeit völlig falsch gegangen. Ah, oh, ich bin jetzt bei der Brücke. Wo bist du jetzt? Ich bin hier so quietschfidel lang gesprungen. Warte, ich komme. Dauert nicht lang. Ich springe von Hausdach zu Hausdach. Ey, aber das ist echt total geil. Das macht total Spaß. Das macht mehr Spaß als das Original mit dem Mensch. Jetzt ohne Scheiß. Vielleicht auch, weil es jetzt irgendwie so... neu ist nochmal. Neu ist, ja, genau. Ja, genau. Finde ich echt witzig. Also es ist gar nicht so einfach, Spieler hier zu identifizieren, glaube ich. Das haben die sehr gut gelöst, muss ich sagen. Nee, ich muss auch nochmal sagen, jetzt als kleines Resümee zu Nether. Ich finde es ein ziemlich geiles Spiel eigentlich. Es hat echt extrem geiles Potenzial. Ich glaube, da könnte man einen richtig schönen Kuchen rausbacken mit der Zeit. Auf jeden Fall. Aber, und das muss ich halt kritisieren, es ist echt sauschwer. Du wirst halt an jeder Ecke umgebracht. Es gibt gar kein Wenn und Aber eigentlich. Aber ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, ehrlich gesagt. Die haben das halt schon ein bisschen länger gespielt. Die kennen sich so ein bisschen besser aus. Die leveln auch natürlich höher. Die sind dann irgendwie Level 30, 31 oder so. Und die sagen dann, das ist dann nicht mehr so schwer. Dann ist natürlich klar, der PvP ist dann noch da. Sobald du die Schusswaffe hast und sowas, alles geht es auch deutlich besser. Genau. Aber PvP ist natürlich auch eine Herausforderung hier, muss man auch ganz klar sagen. So, wo bist du? Ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin hier an der Küste entlang am Laufen, an den weiteren Brücken. Ich bin ein bisschen abhanden gekommen, tut mir leid. Von wo kommst du? Was dauert nicht lang? Von der Küstenstraße, von der Hellstead. So heißt sie. Ganz links siehst du den Namen. Hellstead, okay. Läufst du ganz unten oder da auf der Küste entlang? An der Küste entlang. Willst du mal vorbeihüpfen? Ich bin jetzt gerade zwischen Was den zwei Brücken. Was natürlich cool wäre, wenn bei dem Nether-Gameplay, wenn da einfach gar kein Spieler da ist. Doch, es sind etwa 11 Spieler auf dem Server und... da sehe ich dich. Hallo! Hallo! Wie geil das ist hier. Komm mal nah zu mir, damit ich ein schönes Foto von dir machen kann. Oh, gar nicht so leicht. Können wir eigentlich auch langsam gehen? Ach, guck mal! Das ist ja geil. Drück mal Shift und beweg dich mal.
Ach, wie nice. Das ist doch der Oberhammer, oder nicht? Alter, so kannst du die ganze Map absuchen. Ja, aber nach irgendeiner Zeit kommst du automatisch wieder raus. Wo bist du? Wo bist du? Treffen wir uns an der Brücke kurz. Ja, das sollten wir nicht machen. Ich sehe dich, ich sehe dich ja immer noch. Ich sehe ja, wo du deine Rauchwolken aufkommen. Also hier, das finde ich ein geiles Gameplay-Ding. Das finde ich super gut. Super geil. Wenn wir da jetzt versuchen werden, mal einen Spieler zu finden, sollten wir das mal machen. Wir müssen mal auf Spielerjagd gehen. Ich bin auch mal echt gespannt. Also ich meinte ja, ich bin auch mal echt gespannt, was mich halt stört an Nether. Ist so, dass man keinen Lebensbalken auflädt. Und wir verlieren auch die ganze Zeit Leben, siehst du das? Nee, ich verliere kein Leben. Verliere Leben. Ich habe 1500 Leben. Ich habe gerade 1300 irgendwas nur noch. Aber bist du denn unter dem, also im Boden drin jetzt wieder, oder was? Alter. Hast du Hunger Leben? Vielleicht? Kann das sein, dass du so viel gesprungen bist? Ja, ich hab Hunger. Bist? Scheiße, genau. Ich weiß aber nicht, was wir essen können als Nether. Menschen. Wo bist denn du wieder? Scheiße, ich bin jetzt einfach wieder hier lang gehüpft. Ja, ich auch. Ne? Ja, das ist blöd, wenn man jetzt als Nether dann so... Zurück. So, wo treffen wir uns? Einen Snack holen, einen anderen Spieler, einen Snacky. Snack. So, ich bin jetzt wieder an der Küste. An der Küste. Ich bin wieder an der Brücke, mein Lieber. Da, wo wir gerade uns getroffen haben. Oh, ja. War die da vorne? Du bist ja auch schon weitergelaufen, glaube ich. So, ich bin jetzt wieder genau da, wo wir uns getroffen haben, aber da bist du nicht. War das auf der Brücke? Warte mal kurz da. War mir nicht sicher, welche Brücke das war, weißt du? Bin jetzt an der zweiten. War doch an der Brücke da, ne? Hä? Ja, ich sehe dich jetzt. So. Da oben ist er. Ja, ich bin mal hochgelaufen. Du hast ja auch Hunger, mein Lieber. Pass auf, ich dachte mir, vielleicht ist es sinnvoller, tatsächlich nach oben auf die Dächer zu gehen und von dort aus zu gucken, ob wir Spieler finden. Ja, aber lass doch mal in die Nähe vom Outpost. Da gehen doch manche rein und raus. Ich bin hinter dir. Ich folge jetzt einfach dir. Okay. Du gibst den Weg an. Aber sei vorsichtig, also mach nicht zu... Aber wir werden doch dreimal hintereinander mehr da, oder? Ja, schon, aber wir müssen ja nicht sofort sterben. Bist du noch da? Ja, ich bin hinter dir. Da, kleiner? Hinter dir. Kleiner Rumpel. Sollen wir eine Sprungakrobatik mal kurz ausführen? Juhu. Hier auf dem Platz, komm, wir springen mal zeitgleich, stellen uns nebeneinander und springen mal zeitgleich in die Luft. Warte, ich gehe ein bisschen zurück. So, jetzt kann ich das cool betrachten. Und 1, 2, 3. Juhu! Ja, mit was einfachen Mitteln man doch irgendwie Spaß haben kann, ne? Ja. So, wir sind hier ganz in der Nähe übrigens von dem Westside Outpost, Alter, ne? Das Gameplay ist super nice. Vielleicht mal ein Spiel, wo man Monster nur spielt. Eigentlich cooler. Okay, jetzt müssen hier noch Spieler sein. Geh mal weiter zum Western Outpost. Okay, ich folge dir einfach, damit wir uns nicht alles verlieren. Klar. Geh mal durch die Häuser lang. Aber wie geil das aussieht, ey. Das hüpfen. Macht ja sowas von Spaß. Ich glaube, da würde ich sogar irgendwie 2 Euro für zahlen, damit ich das dauerhaft haben könnte. Ja. Ja, wäre ein cooles Gameplay. Bist du noch hinter mir? Ja. Da ist der Outpost. Ich sag einfach Bescheid, wenn ich... Warte, Vorsicht, dann geh nicht zu nah ran. Ich will den mal inspizieren. Das hier, ach, das ist der Outpost, ja, genau. Outpost, sagt er wieder. Outpost. So, jetzt habe ich dich verloren. Ich bin hier über die Mauer, über den Schutthügel hoch und dann über die Mauer. Hier, guck mal. Hier bin ich wieder. Hui. Siehst du mich? Ja, ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Ich bin jetzt auch einmal durch. Ich bin auf dem Hügel jetzt drauf. Ah, da bist du. Kleiner hässlicher Zwerg. Ich sehe dich nicht. Da bist du. Uah. Juhu, da sprang gerade so ein Gollum an mir vorbei. Aber ich glaube nicht, dass du kannst nicht in den Outpost. Das geht, glaube ich, nicht. Warte mal, das werden wir da rausstellen. You have died? Ja, ich sag ja, das ist Outpost. Das ist aber schade. Ja, das ist, wie oft hat man das denn freigeschaltet? Das ist ja klar auch. Wir können den weiterspielen noch. Ja, nee, aber das ist ja auch klar, weil die Outposts, die sind ja nur dann sozusagen... frei. Jetzt müssen wir uns allerdings erstmal wieder finden. Ich bin im Basso-Park. Okay, dann treffen wir uns bei State. Siehst du die Straße State? Ja, bin ich am Start. Blende an der Zeit nochmal beim Museum Outpost vorbei. Ich gehe natürlich nicht da rein, aber gut, haben wir gelernt. Outpost ist nicht. Genau, nur wenn die halt unter Attack sind, dann kannst du da auch reinspringen natürlich. Wäre aber auch irgendwie sinnlos, wenn da die ganze Zeit die Viecher dann rumrennen würden. Finde ich eigentlich okay, dass man da stirbt. Ja, klar. Weil diese Teile sind ja auch diese Anti-Nether-Dinger, die einen umbringen. Hätte sogar eine storytechnische Erklärung, das Ganze.
Also ich glaube, das ist aber ganz cool. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Spieler, ich bin ja mit meinem Account schon ein bisschen weiter gelevelt, wenn man als Spieler seinen Account so ein bisschen weiter gelevelt hat, dann kriegt man auch mehr Geld, wenn man gestorben ist. Das heißt, also ich müsste zum Beispiel jetzt irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Mal sterben, dann hätte ich das Geld zusammen für den Trank. Hier ist ein Spieler. Schön, Alter, wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Behalte ihn mal im Auge und sag mir, wo du bist, dann komme ich dahin. Alter, ich habe ihn verloren. Ah, schade. Der war gerade da. Der war hinterm Gebüsch, wo ist der? Der ist da runter. So, ich bin jetzt auf der State. Bist du auch da? Das war einer von den Jungs. Er hat mich weggeballert. Das waren zwei. Das waren die netten Jungs. Die kenne ich doch. Die habe ich eben kennengelernt. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Wir wollen ja ein bisschen was zeigen. Ich muss die mal angreifen. Ich habe einen getroffen auf jeden Fall. Zweimal. Aber er hat mich da mit der Schrotflinte weggeschrot und da waren da noch zwei am Start. Aber lustig. Hat man es mal gesehen. Cool. Ich habe jetzt hier einen anderen Nether-Kumpan getroffen, der aber ein echter Nether ist. Also. Okay. Wo bist du denn jetzt? Bot. Ich bin in der Kathedrale. Wo ist die denn nochmal? Also ich bin jetzt bei genau Bridgeport. Bei der State. Ja, okay, dann brauche ich ein bisschen noch. Ich bin jetzt leider bei Bridgeport. Aber ich muss den natürlich angreifen, verstehst du ja sicherlich. Pass auf, dann komme ich dir auf der Bahnstrecke entgegen. Okay, das ist eine gute Idee. Da lässt sich auch super hüpfen. Ich gehört. Muss ich nur noch richtig hinlaufen. So, einmal auf der Bahnstrecke bitte und los geht's. Also die Shift-Taste ist schon cool. Man ist das gar nicht gewohnt irgendwie, dass so ein Nether so schnell und geradlinig irgendwo entlang läuft, glaube ich. Ja, vor allem, wie soll ich denn eigentlich so einem Nether entkommen, wenn er eigentlich so flott unterwegs ist? Naja, wir sind natürlich schon so ein bisschen... Das ist ein Ultra-Nether, ne? Nee, aber ich glaube schon, dass... Sag doch mal, ey, wäre endlich mal was Gutes, was wir ja, von uns sagen. Ja, Ultra-Nether. Wir sind die genau. Ultra-Nether. Ja, genau. Die Ultra-Nether kommen! Hashtag Ultra-Nether, Leute. Ultra Nether. So, ich bin die Eisenbahn. Tut, tut. Aber halt, um Nether mal zu... Also ich finde das Gameplay hier geil und es wird mit Sicherheit... Also man merkt halt noch so, er hat noch nicht so ganz sein Endplay erreicht. Wird noch ein bisschen was entwickelt werden. Und ich bin gespannt, wo der Weg hinführen wird. Wir schauen auf jeden Fall zwischendurch mal rein und... Ah, ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Mir macht das auch Spaß, das irgendwie mal privat zu zocken. Ja, das ist ein gutes Game. Genau. Wir nehmen uns natürlich auch noch ein anderes Let's Play vor. Da haben wir noch eins ins Auge gefasst, das wollten wir auch eigentlich schon anzocken mal. Schon länger, ja. Ja, und hat, wie interessant. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mal rein. Und dann kann ein paar Tage dauern, bis dann ein weiteres Ersatz-Let's Play hierzu kommt, aber würde auf jeden Fall kommen. So, ja, eigentlich müsste ich dich jetzt irgendwann mal sehen, wenn du auch auf der Eisenbahnstrecke bist. Ich bin auf der Eisenbahnstrecke. Oben? Bin auf der Eisenbahnstrecke geblieben. Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit bei Jefferson. Da in der Nähe. Ich renne auch immer die ganze Zeit weiter oben lang, ja. Jetzt renne ich über Schutthaufen und gleich bin ich wieder auf der Eisenbahnstrecke. Ich glaube, super als Nether. Man ist echt so viel schneller als Nether ja, unterwegs. Ist boah, ich werde erschossen. Ich wurde angeschossen. Echt? Angeschossen nur? Ja, von einem Sniper oder so. Aber der kriegt mich nicht, der Schweinepriester. Niemals. Mit Vizeflick, ich bin ein dreckiger kleiner Gollo. Oh, ich wurde erschossen. Ich hab's nicht. Ich war gerade auf der genau Map. Da getroffen. Ich war auf der Map, in der Map gerade und hab versucht herauszufinden, wo du gewesen bist. Das war die Map. Oh, jetzt ist das letzte Mal, dass ich als Nether loslaufen darf. Oh, echt? Ja, bist klar. Du zweimal gestorben auch? Ja, klar. So, ich bin jetzt Old Burnham. Kommst du zu Old Burnham? Ich bin angeschossen worden. Ich brauch dringend einen Snack. Also das Nether ist es aber super schwer. Oh. Wir sind Ultra-Nether, aber es ist super schwer. Ja, aber du kannst denen entkommen, ne? Das muss man echt sagen. Du bist schnell wieder Fujikato. Naja, ich war bloß gerade in der Map drin und dann ging da gar nichts. Ey, uns haben bestimmt schon mal Spieler Nether umgehauen, oder? Könnte schon gut sein, ja. Okay, sorry, ich bin bei Lakeside Haven. Du bist wo? Sorry, ich hab's echt vorbei. Old Burnham. Old Burnham. Okay, dann lass uns bei der Jefferson treffen, auf den Schienen. Da waren gerade die Sniper, da sollten wir nicht hingehen. Ja, da hast du recht. Was mit der Ohio Avenue? Wo ist denn? Ah ja, aber die ist lang. Ja, aber das O, wo Ohio ist. Das O von Ohio? Wo bist du denn jetzt? Ich dachte, du bist bei Lakeside. Ja, im Norden und O von Ohio. Ach so, das gibt's zwei. Rechts ist noch bei Lakeside, ist auch O von Ohio. Lass doch hier so Madison oder LaSalle oder so treffen. LaSalle, mein Lieber, bin ich gerade sogar. Bei LaSalle bist du, dann komm doch zu Old Burnham. Zu dem M von Burnham.
Das ist ja voll weit, das sind ja Kilometer. Das stimmt doch gar nicht. Als Nether bist du da so sofort da. Da ja, Eilpost. Ich bin ja wieder rüber. Per Monster-Eilpost. Ich hab gleich wieder Hunger. Ja. Auf frisches Fleisch. Was ist so dein, was musst du sagen, fällt dir bei Nether positiv auf und was negativ? Also positiv, ich fange lieber mit dem Negativ an, weil das ist wesentlich weniger. Ich glaube, also negativ ist einfach, glaube ich, so ein bisschen diese Sniperei und sowas, das ist ein bisschen schade. Aber sonst gefällt es mir eigentlich extrem gut. Ich bin jetzt beim M. Ich finde es halt ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Ich finde halt an manchen Stellen, so dass ich nicht regenerieren kann, dass Healing echt teuer aber ist. Aber wir müssen bedenken, dass wir das immer als Let's Play spielen. Wenn du das nicht als Let's Play spielst, dann ist es weniger hart. Das ist einfach so. Ja, ja. Und, ja, stimmt. Hat man gesehen eben, wo ich rumgerannt bin eine Stunde und ich starb. Will ich mal aufnehmen. Ich bin beim M auch. Du bist auch beim M? Oben. Bist du oben oder unten? Gerade hier oben. Ich bin gerade auf so einem Gerüst. Hier liegt Loot. Hä? Wo bist du denn dann? Bin doch auch jetzt beim M. Also ich bin jetzt hier ein bisschen weiter. Super noch. Genau beim M. Warte mal, ich bin jetzt unten bei diesen, im Haus beim bei diesen M. zwei Lastern, die blinken. Nee. Wahrscheinlich bist du genau auf der anderen Seite oder so. Nee, Old Burnham. Warte, jetzt bin ich bei dem blinkenden Laster. Bin ich ja beim A. Hä? So, siehst du mich? Ich treffe mich jetzt an der unteren Spitze vom mittleren M. Da bin ich jetzt genau. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, ich war auf der anderen Seite der Mauer die ganze Zeit, deswegen. Okay, willst du mir jetzt nachlaufen und wir gucken mal? Ja, ich folge dir. Ich folge dir. Komm, 1, 2, 3, springen. So geil. Oh, ich häng fest. Du kleiner Dackel, du dreckiger kleiner Gollum. Ein dreckiger kleiner Gollum. Echt, so ein dreckiger kleiner Gollum. Macht aber Laune. Finde ich gut, dass wir das nochmal gezeigt haben. Auf jeden Fall. Was ein echt Gameplay-Feeling ist. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie wir am besten an die Spieler herantreten, ehrlich gesagt. Und wo vor allen Dingen. Herantreten sollen, drauf auf den Kopf. Ich habe nur noch. Ja. Ich habe irgendwie Leben gewonnen. Wie habe ich das denn gemacht? Ich auch. 1800. Aber ich habe doch gar nichts gefuttert. Strange. Vielleicht, weil wir lange genug überlebt haben oder so. Nee, eigentlich verlierst du Leben. Du hast einen unglaublichen Hunger. So, mal kurz hier in den Gebüschen gucken. Jetzt ist es auch Nacht. Gebüsch? Nacht ist gut. Da sieht man viel besser. Merkst du das? Was geht? Ich möchte hier in den Gebüschen teilen. Hier hat man immer noch diesen verschwommenen Schwall drum. Ja, das stimmt. Hallo! Hallo, Rumpel! Ich muss mal gerade. Hier ist ein Spieler. Nein, doch nicht. Das ist ein Monster. Schön, dass wir die jetzt mal angucken kann, ohne dass es gleich Schläge gibt. Der stimmt. Hält seinen Kopf da rein. Der ist direkt in meine Kamera gelaufen. Ja, witzig. Eigentlich müssen wir jetzt mal irgendwo vorbeikommen, wo Spieler sowieso schon gerade am Fighten sind. Das wäre geil. Man müsste vor allem auch so Kaninchen fangen können oder sowas, ne? Und auf das Dach da drauf. Ja. Aber man kann echt nicht weit sehen. Also man sieht. Alter, das glitschte gerade voll rum hier. Man kann nicht weit sehen. Nee, deswegen bringt es eigentlich nichts, nach oben zu gehen. Wir müssen näher ins Outpost. Und hier ist der Riverside. Aber Vorsicht mit dem. Ja, ist doch egal, wer mit den Snipern, ne? Ist es so. Wie jetzt hier nicht um den Crack zu sein, sondern um das einmal zu zeigen auch. Ja, aber also einen Spieler würde ich schon ja ganz gerne mal. Never ever schaffen wir das. Das war eben so schwer. Sorry, aber das ist ein Wunschbaum. Ja, aber wir müssen hier tatsächlich nur einmal treffen und wir haben diese Unsichtbarfähigkeit. Hier ist der Outpost, ne? Ja, nicht reingehen. Nee, du musst hier nicht nur einmal treffen, du musst richtig viel austeilen. Ich habe ja einen eben zweimal getroffen. Muss halt so viel austeilen, wie auch die anderen austeilen würden, hier die Crawler. Ja. Ey, das Nebel. Alter, Vorsicht. Was macht der Nebel da vorne? Ist das eine Rauchbombe gewesen? Nee, das ist einfach nur, glaube ich, so.
Ich weiß nicht, ob wir hier fündig werden. Kann ich dich hauen? Komm mal gerade her. Ich will mal was testen. Nee, hau mich nicht. Aber die können auch, glaube ich, durcheinander laufen, oder? Alter, das ist schon ganz kurios. Aber warte, wir sind ja eigentlich richtig. Wo willst, willst du jetzt hier bleiben, rumlaufen. Oder was? Beim Outpost bleiben? Lass einmal am Outpost rumlaufen. Okay. Geil, dass du so schräg läufst. Ja, damit ich gucken kann. Der linken Seite. Ich finde das extrem geil gemacht mit der Unschärfe, dass da so ab einer gewissen Entfernung du alles nur noch so unscharf siehst. Kollege. Ey, na, alles gut? Oh, nettes Hinterteil. Rumpi, der wäre doch was für dich. Hallo, wie geht's euch? Cool, boah, dass man sich die Monster auf einmal noch abnimmt. Genau. Ich explodiere trotzdem, Vorsicht! Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Der geht so komisch so. Der macht das nur so standardmäßig. Das ist ein sympathisches Kerlchen. Ich glaube, da hätten wir jetzt mal ruhig auf einen Server gehen können, wo mehr Spieler gewesen sind, ne? Ja. Ja, durchaus, ja. Jetzt suchen wir uns hier einen ab. Wir sterben gleich wieder an Hunger, aber immerhin haben wir es gezeigt. Und ich konnte ja wenigstens auch mal einen angreifen. Oder zumindest etwas. Das bist du rechts, ne? Ja, ich bin neben dir. Die anderen bewegen sich viel lethargischer. Bist du hinter mir? Also folgst du mir einfach? Ich bin bei dir. Ja, I follow you. Da schreit der Schreier. Da müssen wir hin. Da, wo der Schreier schreit, sind auch Spieler. Wo ist der Schreier gewesen? Kam das nicht von rechts? Ich höre hier. Irgendwo höre ich hier was. Der Schüsse. Alter, yeah. Das ist geil. Da hinten. Links. Wo? Hinten links. Hinter dem Rauch. Da, ich sehe. Ja, aber der Spieler ist in der Safe Zone und schießt von oben. Der schießt oben auf dem Dach, ja. Da können wir nichts machen. Da kommen wir nicht ran. Befürchte ich. Der war auch gut ausgerüstet, der Spieler. Mhm. Umso geiler wäre es gewesen, wären die beide über ihn hergefallen. Ja, der ist im Riverside Outpost. Aber den größten Unterschied zu Nether, muss ich sagen, also zu Daisy vor allem, ist, dass man bei Daisy der Charakter einem irgendwie näher ans Herz wächst. Hier habe ich mich so mit abgefunden. Ja, ich sterbe halt 10.000 Mal. Ja, das stimmt, dass man am Anfang auf jeden Fall so ein bisschen die Distanz zu seinem Charakter. Ich bin jetzt einfach mal weitergelaufen übrigens. Ja, der wächst mir. Wo denn hin? Einfach weitergelaufen, das ist eine super Angabe, Alter. Ich bin einfach weitergelaufen, Alter. Ich bin da irgendwie über alle Berge bin. Ich kann's nicht suchen. Ich komme nochmal zurück. Wo bist du? Ich bin ja bei dem Flieger, den findest du sofort. Ja, den Flieger, den da. Ich verliere Leben, wir müssen was unternehmen. Ich verliere Leben, wir müssen was unternehmen. So, hier bin ich. Ich sehe dich. Ja, was machen wir? Wir müssen ja eigentlich am Riverside Outpost, da kommt ja auf jeden Fall raus irgendwann. Ja, wir müssen einfach weiter durch die, wachsam durch die... Ja, mal einmal am Outpost rumrennen vielleicht. Ja, okay. Er kann ja überall hier rauskommen, es bringt doch nichts irgendwie. Ja, vor allem ist das nicht nur einer wahrscheinlich, sondern es sind ja mehrere. Egal, Alter, Harakiri! Harakiri! Harakiri, Kiri, Kiri! So, ich hab schade, dass man immer 300 Gold dafür braucht. Ich warte hier an der Ecke der Straße. Hier bin ich. Ui. Ah ja, okay. Da springt so ein Heini. Siehst du? Lass uns mal Richtung Lakeside Haven gehen. Kommt da jemand? Ich habe nur noch 600 Leben übrigens. Jetzt kommt da sowieso keiner raus, weil es ja Nacht ist. Ja, außer wir. Wir gehen auf jeden Fall auch nachts raus. Bei uns ist ja eh egal. Ja, ich meine jetzt von den Spielern natürlich. Ja, aber wir auch als Spieler. Das stimmt. Oh Mann, Rumpel. Was für ein Abenteuer das war. Ah, es war lustig. Also wir haben echt Spaß gemacht. Aber wir werden auch viele weitere lustige Spiele finden, da bin ich mir sicher, ne? Ja. Aber es gibt also momentan so ein bisschen zu viele. Schuss. Da war noch ein Schuss. Ja, also momentan haben wir echt viele LBDs, aber wir wollen... Nein, ich meine jetzt viele so Survival-Games gibt es halt momentan sehr viele, finde ich. Oh ja, aber das finde ich nicht schlecht. Ich mag die Games. Ich mag auch Nether echt gerne. Ich würde nur gerne noch ein bisschen... Bevor man das ausschlachtet irgendwie, weißt du? Da würde ich gerne noch den Entwicklern ein bisschen Zeit geben und nochmal hier und da ein bisschen schrauben. Ja, das ist sowieso ein großes Problem. Vor allem ist Problem, die Map halt noch viel zu klein. Also man hat ja im Moment nicht mehr hinter mir. Bereich. Und hier dieser ganze Bereich ist halt nur, wo man hin kann. Da ist man super schnell von da nach da. Als Nelsa brauche ich vielleicht 10 Minuten. Was wir mal machen könnten, wir könnten in die U-Bahn gehen.
Das ist natürlich nichts Schlechtes. Ja, aber da finden wir nichts, Alter, in der U-Bahn. Ah, wer weiß. Weil da können sie uns nicht so schnell entkommen, weißt du? Verstehst du? Die entkommen uns sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass wir einen finden werden. Vor allem, ich meine, nur noch 3 Minuten Zeit oder 4, weil dann bin ich tot. Ey, aber ich verstehe das nicht. Wieso hast du immer so viel, ich bin noch irgendwie, ich habe immer noch 1800 Leben. 1800? Ja. Kann ich überhaupt 1500 nur haben? Ich weiß auch nicht, warum ich 1800 habe. Vielleicht, weil es das letzte Nether ist. Hast du irgendwo was gefressen? Nee, ich laufe jetzt mal runter in die U-Bahn und guck mich mal da ein bisschen um. Was passiert? Das. Ich glaube, ich kann auch andere Nether-Figuren angreifen. Und dann? Die auch fressen. Ja, mach das. Vielleicht. Du alter Kannibale. Sieht ja sympathisch aus. So. Umgehauen. Zerplatzt. Bringt natürlich jetzt gar nichts, weil an den kann ich mich nicht, an den Explodern kann man halt nicht speisen. Ich weiß aber nicht, ob du an den anderen tatsächlich was speisen kannst, wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich geht das nur an Spieler, ne? Dann werde ich aber gleich sterben, weil ich verliere sehr, sehr viel Leben im Moment. Oh, ich komme hier nicht mehr rein, ey. Du hast nur das Leben bekommen, frage ich mich. Aber ich hatte eben auch plötzlich mehr. Da ist ein Nether. Der hängt irgendwie. Also unten in der U-Bahn ist es ziemlich buggy noch, muss ich sagen. A Nether Search is underway. Schade, ich kann da nichts fressen oder so. Tja, dann laufe ich mal Richtung Lakeside. Oh Mann, ich verliere sehr viel Leben. Schade eigentlich. Jetzt verliere ich auch Leben, aber das hängt eindeutig mit dem Hunger zusammen. Ja, aber wie will ich denn was essen? Hier ist eine Escort-Mission available für einen Nether. Auch sehr nett. Warte, Meister, wer? Ist die U-Bahn auch? Alter, es geht ja gar nicht in der U-Bahn mit dem Nether. Das ist ziemlich buggy auf jeden Fall noch. Da hakt man doch öfter mal gegen. Ja, da kannst du vor allem gar nicht die Hüppelkästchen in Aktion nutzen. Also eine Minute habe ich noch, dann muss ich leider mich verabschieden. Als Nether. Bist du auch schon zweimal gestorben, ne? Ja, bin jetzt gleich down. Aber wir haben ja eh eine Folge voll und wir haben es ja gezeigt eigentlich ganz gut. Oh, krass, bin jetzt gestorben gerade schon. Weil? Ging mal flott, keine Ahnung. Plötzlich war der Counter unten. Vielleicht, weil du viel gesprungen bist und dieses Springen vielleicht noch mehr... Ich hatte auf jeden Fall Hunger. So viel ist mal sicher. Also 3-mal kann man nur als Nether respawnen. Da müsst ihr euch wieder diesen Trank holen. Ja, guck mal, ob das so stimmt oder ob du jetzt immer noch Nether... Ach, hab ich gar nicht geguckt jetzt. Wurde uns aber so zugetragen. Bist du denn jetzt als Spieler unterwegs? Dann sag mir doch mal, wo du bist als Spieler. Dann können wir mal gegeneinander noch kämpfen. Ja, das finde ich super. Das ist eine gute Idee, Alter. Okay, treffen uns beim... Wo bist du? Ich bin jetzt auf Jefferson, genau bei Jefferson. War das da hinten irgendwo gewesen, ne? Bei Jefferson auf dem Railroad? Ja, so okay, ungefähr. Okay, dann treffen wir uns auf der Franklin. Beim N von Franklin. Beim was? Beim? Beim N von Franklin. Franklin, da oben? Ja, achso, da wo du aber auf den Schienen meinst du, oder was? Direkt beim Museumsauspost, das ist glaube ich keine gute Idee. Nee, beim End von Franklin auf der anderen Seite. Beim Bennett Park? Ja, beim Bennett Park, das Franklin, das Gut, End. Dann machen wir doch den Bennett Park als unser Stadion, als unsere Arena. Nee, das kann ich nicht machen, weil Bennett Park ist immer voller Kreaturen. Du erinnerst dich vielleicht an die erste Folge. Das stimmt natürlich, ja. Das lief eher mittelprächtig, sag ich mal. Aber du bist ja jetzt so erfahren schon, das kriegst du hin. Ja, ich bin unglaublicher Pro-Gamer beim neuen Level. Außerdem wird es jetzt gerade Tag übrigens. Ist also ein großer Vorteil für dich. Ja klar, ich hau dich so oder so um, du kleiner Penis. Natürlich gemein, dass du das jetzt noch nicht geskillt bin, noch Level 1. Ja, ich bin ja auch nicht geskillt. Ja klar,
Du bist aber eine Kreatur, du bist richtig flott. Ja, aber ich habe Hunger und verliere die ganze Zeit Leben. Deine stümperhaften Ausreden immer. Du bist jetzt gnadenlos auf die Fresse, du dreckiger kleiner Gollum. Ey. Ja, mal gucken, wenn du jetzt noch eine Waffe deine findest. Mutter wird sich für dich schämen, wie du aussiehst. Hätte dich meine Mutter ihr Kind nur lieb, ey. Ja, guck deinen Charakter doch mal an. Ja. Dein hässliches. Meine Mutter mag mich. So wie steht fest. Würde dich nicht auch so noch lieben. Ein Gesicht, das nur eine Mutter interessante Frage, ne? Ab wenn du dich in so eine ekelhafte... Franz Kafka, die Verwandlung kennt man vielleicht. Ja. Es wäre eine echt interessante Frage, ob die Mutter einen noch lieben würde, wenn man sich in so ein Insekt oder so ein Nether oder sowas verwandeln würde. So, wo bist du jetzt? Selbst wenn man noch nett wäre. Aber irgendwie, harte Frage. Was sagt ihr denn dazu? Also ich würde meinen Sohn noch lieben. Seine geht auf mich los, dann ist ziemlich schnell Schluss mit der Liebe, glaube ich. Sag mir mal, wo du... Ich bin beim N von Franklin. Okay. Du bist jetzt erstmal unsichtbar und probierst mich zu überfallen. Nee, gar nicht. Gar nicht bin ich unsichtbar. Ja, klar. Nein, ich bin wirklich nicht unsichtbar. Und wo bist du denn? Ich laufe aufs N von Franklin zu. Ja, und wo bist du? Ja, nee, doch nicht. Doch, ich sehe dich. Das ist ein anderer Spieler. Hallöchen. Das ist unfair. Ich will nicht gegen zwei von euch kämpfen. Hau ab. Bin ich nicht so unfair. Bleib stehen! Vergiss es! Du kommst bleib hier eh nicht hinterher mit deinem Küchenmesser! Vergiss bleib es, stehen, Alter! Du bist ja der Hunger, die Zeit spielt für mich! Du alter Ikea! Wer wird gewinnen? Schreib's jetzt in die Kommentare! Jetzt! Da rennt er einfach auf der anderen Seite lang, der kleine Vogel hier! Du hast doch den Vorteil! Ja, ist der unsichtbar. Guck mal, da will er auf der einen Seite mich jetzt angreifen. Der Spieler greift dich an? Nee, der ist mit mir unterwegs gerade. Ein netter Kerl zu sein. Ja, wie mal huhu. So. Da vorne bist du doch, oder? Du warst gerade unsichtbar, habe ich recht? Oder ist das jetzt ein anderer? Will er mich verunsichern und ist still? Da bist du! Boah, der braucht super lange, um anzugreifen. Oh, ich glaube, ich habe einen Spieler. Nein! Was ist passiert? Was ist passiert, Mann? Ich bin ins Wasser gefallen. Oh mein Gott, wie blöd. Was für ein epischer Kampf. Aber ich kann immer noch spielen. Nethercrawler, das stimmt nicht mit den dreimal. Ich bin immer noch Nether. Ah, das ist egal. Ja, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal ein Päuschen. Nein, oder? Ich will dich nochmal umbringen. Komm, einmal kriege ich dich noch. Ach so. Ich bin gleich wieder bei Franklin. Okay, wo bist du? Ich bin momentan bei Randolph Market, also ich bin eigentlich relativ schnell bei dir. Alles klar, dann machen wir das nochmal. Kannst dich nochmal ausrüsten. Ja, aber ich hab nichts zum Ausrüsten. Aber du springst sowieso ins Wasser. Ja, geh mal von der Brücke weg, das ist nicht gut da in der Brücke. Nö. Komm, du feige Sau. Wer hat denn gerade abgelost, weil er sich selber umgebracht hat? Was denn, ich hab dich einmal getroffen, oder den anderen Spieler. Ich hab mich überhaupt nicht getroffen. Nicht? Dann habe ich den anderen Spieler. Du hast mich nicht mal angeboostet. Das Einzige, was mich getroffen hat, war dein ekelhafter Mundgeruch. Oh, warte mal. Ich glaube, der andere. Und dein Charakter. Ja, ja, ja. Dein Spielcharakter. Ich reib dir gleich meinen borstigen Arsch in den. Ah, schön. Ey, ich bin jetzt beim End von Franklin, Peter. Peter? Ja. Ja, Peter, ich bin auch auf der anderen Seite von der Brücke. Ja, dann treffen wir uns auf der Mitte. Oh, ja, aber in der Mitte von der Brücke. In der Mitte von der Brücke. Auf der Mitte lang, komm, ich zeig's dir. Middle Lane. So, jetzt komm her. Da hüpft doch mal, so kleines, restliches Ding. Na, komm her. Hast du Angst? Du kannst dich ewig unsichtbar bleiben, das ist dein Problem. Boah, du bist so flink. Ja, ich bin zu flink, ich treffe euch gar nicht. Will. Aua! Ja, ich hab dich erwischt, du kleiner Schniepo. Aua! weiter. Da heult er rum. Ich bin hier oben. Jetzt muss er mich hier kriegen. Ja, ich hab dich erwischt. Ja, weil ich dich auch, oder? Erwischt. Ja. Ah, denkst du, das wäre tödlich? Oh, ich hab meinen Kumpel. Sehr ein bisschen gut. Schwund ist immer. Wie der über uns drüber hüpft, das ist voll nice, Alter. Ja, vor allem denkt sich der andere Spieler jetzt, was ist das für ein krasser Nether? Oh, 900 habe ich, wie viel hast du? Nur 720. Liegst im Vorteil, aber du hast auch mehr Leben als Nether. Ich habe dich ein paar Mal erwischt, ne?
Du kleiner Kobold. Das ist wieder unsichtbar. Probier's mal den anzuschleichen. Nix da. Ah, gegen zwei Spieler ist natürlich auch echt fies. Ja, aber ich muss auch voll aufpassen die ganze Zeit. Wenn du dann bei dem stehst, treffe ich ihn nicht, weißt du? Wir haben noch ein Buttermesser. Ich hatte eben gegen einen gefightet, der hatte eine richtige Waffe. Oh, den hätte ich eigentlich treffen müssen. Oh, 700. Alter. Ja, gut. Ah. Das ist natürlich auch nicht der erste Fight. 600? Aber dafür haben wir noch ein Buttermesser. Du liegst vom kampftechnischen her im Vorteil. Ja, wo wir von oben zu kommen, oder was? Nix da. Doch, ich habe dich getroffen, oder nicht? Ja, du hast mich getroffen, ich dich aber auch. Ja, das stimmt. Ja, komm her. 100 habe ich noch. Ja! Ich hab dich beide getroffen. Habe ich dich auch noch getroffen? Ja, aber ich habe 420. Das ist natürlich nicht ein ganz fairer Fight. Aber das liegt im Sinne des Betrachters. Oh, gut gemacht, Rumpel. Sehr gut. Nein! Ah, das war der andere, ne? Der Varian, ja. Schade. Hättest du mich, glaube ich, sogar umgemischt. Dass das viel dann doch besser ist. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Aber wenn ich eine Schrotflinte hätte, jetzt ist der Nether weg. Ja. Na gut, dann konnten wir das aber wenigstens nochmal zeigen. Aber ein super Ding. Also ich meine, das ist eine geile Folge. Es war die spannendste Folge von Nether bisher, finde ich. Super cooles Ding, dass sie das reingebracht haben. Hat richtig Laune gemacht. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich werden wir es dann in Kürze bald mal wieder spielen. Wenn da neue Patches reinkommen, schauen wir nochmal rein, was sich so geändert hat. Wir werden sehen und ich freue mich drauf. Dasselbe gilt ja auch für viele andere Spiele, die alle noch im Early Access sind. Wo man das vielleicht dann auch mal so gezeigt hat jetzt und dann freut man sich auf die neuen Inhalte. Und dann kann man mal gucken, wie es weitergehen wird mit unserem Abenteuer hier in dieser Endzeitwelt. Unterdessen planen wir natürlich schon ein anderes Game, das wird dann in Kürze kommen. Ey, der hat mich einfach umgebracht, mein Kollege. Alter, dieses verfickte Scheißspiel! Oh, wie geil. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, was? Frohes Schnetzeln. Frohes neues Jahr oder was weiß ich. Frohes Schnetzeln. Okay. Jo, liebe Freunde, danke fürs Mitschauen und genau. Wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Abenteuer und dann in Zukunft wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nochmal bei Nether. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ich hoffe, die Folge war ein bisschen aufschlussreicher und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Tschö. Bis dann, tschö. Ja, auch hier nochmal im Outro ein vielen, vielen großes Bitte, danke, schön, dass ihr mitgemacht habt. Ganz ehrlich, waren viele Kommentare dabei, die uns weitergeholfen haben. Natürlich bin ich nicht die ganze Zeit auf den Trichter gekommen, wie das Spiel so funktioniert, aber wir haben hoffentlich einiges zeigen können. Und wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Abenteuer, gemeinsam mit dem Sergeant Rumpel oder eben einem anderen Let's Play. Bis dahin. Ja, das habe ich jetzt alles mit aufgenommen. Bei mir, ich laufe nämlich noch aus Versehen. Jetzt gehe ich auch raus. Tschüss!